Ah, geil, grüne Welle. Ach, doch mal einen Knopf drücken. Hey, Junge, das ist doch nicht normal. Hast du heute grüne Welle erwischt oder wie? Ah, die Autofahrer, die gucken alle blöd. Das geht denn hier nur durch. Was ist los hier? Oder hast du da so einen komischen Knopf und kannst die Ampel beeinflussen? Was? Nein, nein, ich kann die Ampel nicht beeinflussen. Ach was? Sowas habt ihr? Luxus! Mich freut's, bald komme ich schneller nach Hause. Nein, das ist das bestgehüteste Geheimnis. Geht nicht. Schnell noch grün machen. Ja, ich finde, das gehört Pflicht. Das muss überall so sein. Stopp. Können Sie die Ampel eigentlich beeinflussen im Straßenverkehr? Eins der bestgehüteten Geheimnisse und eins der größten Mysterien tatsächlich. Dass ich dieses Video noch nicht gemacht habe, das wundert mich gerade. Aber naja, gut, ich kläre auf. Ist ja meine Aufgabe. Ja und nein. Was? Wieso denn ja und nein? Können jetzt Busfahrer und Busfahrerinnen die Ampeln beeinflussen oder nicht? Also, man muss es so sagen. Es gibt natürlich sogenannte Vorrangspuren für den Bus. Ja, haben wir hier in Hameln auch, in großen Städten auch. Und dort sind unten meistens im Boden sogenannte Kontaktschleifen drin. Das muss funktionieren. Und sobald die Räder auf diesen Kontaktschleifen draufkommen, dann schaltet meistens auch relativ zeitnah dann die Ampel um. Bei anderen Verkehrsunternehmen ist es sogar so, dass dort auch über den Bordrechner die Möglichkeit besteht, nicht an jeder Ampel übrigens, mit einem Knopfdruck zum Beispiel die Ampel freizuschalten. Sprich, dass wir dann einfach eine grüne Welle bekommen, damit der Fahrplan eingehalten wird. Aber warum wird das immer so geheim gehalten und warum ist das so ein Mysterium? Mysterium? Warum ist das so mysteriös? Warum wird das nicht publiziert? Ja, weil sich viele darüber aufregen, dass es Unternehmen gibt, in denen zum Beispiel eine sogenannte Vorrangschaltung stattfindet. Weil sonst manchmal steht er ja Stunden in so einem Stau, ey, und kriegt nichts geschissen. Und dann komme ich da an und mecker wieder, weil es zu spät kommt. Viele Fahrer fühlen sich dann so ein bisschen dadurch benachteiligt, obwohl es letztendlich ja auch denen zum Vorteil kommt. Und ja, das ist ein Phänomen. Ich finde, das ist eigentlich kein Geheimnis. Also jeder sieht es ja zum Beispiel, wenn er irgendwo an einer Ampel steht und von hinten kommt ein Bus und auf einmal wird diese Ampel grün, dann weiß jeder schon eigentlich ungefähr, dass der Bus praktisch meine Ampel gerade grün geschaltet hat. Ist natürlich für euch doch als Pkw-Fahrer ein Vorteil. Aber das wird nicht überall gemacht. Also es gibt auch Städte, wo es nicht möglich ist, über den RBL zum Beispiel die Ampeln anzusteuern. Und es gibt Städte, wo über das RBL die Ampeln angesteuert werden können. Aber auch tatsächlich nicht jede Ampel. Das muss man dazu sagen. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, an jeder Ampel uns grün zu schalten. Das wird mehr an Hauptverkehrsstraßen, an ausgelasteten Straßen ist das tatsächlich mehr der Fall. Aber wir können nicht jede Dorfampel praktisch grün schalten, weil das gerade so passt. Aber hier, das funzt gerade, mein Freund. Das funzt wunderbar. Viel wird tatsächlich über diese sogenannten Kontaktschleifen gearbeitet, wie ich es ja gerade schon mal eingangs erklärt hatte. Hoffe, so ein bisschen aufgeklärt zu haben. Über die einzelnen Lichtzeichenanlagen werde ich mal irgendwann mal ein separates Video machen, weil das den einen oder anderen auch mal vielleicht interessiert. Weil wir haben ja eine ganz andere Ampel als Busfahrer und Busfahrerin, als zum Beispiel ihr als Pkw-Fahrerin. Ja? Besser geht nicht. Da gibt es dann den Strich und dann so und dann ein A und ein T und was weiß ich nicht alles. Und dann immer wundern sich immer ganz viele Autofahrer, wenn unsere Ampel für unseren Busverkehr schon schaltet, dann immer so, ey, der ist gerade über Rot gefahren. Dabei haben wir schon eigentlich grün, ja, um uns besser einzuordnen. Aber das werde ich gerne nochmal separat, wenn es euch interessiert, in einem separaten Video mal ausführlicher dokumentieren. So, in diesem Sinne war ein recht kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ja, mal ein bisschen aufgeräumt mit dem Mysterium, können Busfahrer immer alle Ampeln schalten. Also alle nicht, aber einige tatsächlich schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, diskutiert mit mir, kommentiert, schreibt mir, wie eure Meinung dazu ist. Bin gespannt auf eure Antwort, dann sage ich wieder Tschüss. Wie immer, bis zum nächsten Video. Euer Herr Busfahrer.
So. Ja, ich mache jetzt mal wieder grün, damit wir hier weiterkommen. Jo, Herr Busfahrer, vielen Dank. Machen wir weiter so. Immer schön die grüne Welle erzeugen hier. Immer drauf auf den Knopf da. Nichts anderes machen.